erwischt. Der gehört mir. Hier war noch einer. Ne. Ist der Malteil, zeigt nichts an. Ich nehme den hier. Und wen nehme ich dann? Ich habe ihn. Ey, du hast ja alle! Ich habe ihre Kommunikation abgehört. Nach Südosten das C4 bei der Tankanlage anbringen. Wenn das in die Hose geht, gehen wir nach Plan B vor. Da kommt ein Truck. Außer Sichtweite bleiben. Scheiße, er kann mich sehen. Ich schalte diese zwei, die da sind, aus. Roach, die Tankanlage ist am Nordostende der Landebahn. Außer Sicht bleiben. Einer ist alarmiert. So eine knappe Scheiße, habe ich keine Lust. Oh. Das sind ja nicht gerade wenige. Der Truck kommt. Sekunde. Aktivität auf der Landebahn. Mehr als 20 Feinde nähern sich zu Fuß. Das ist die Tankanlage. Sie haben sie gefunden. Ich höre weitere Funksprüche über den Satelliten. Bereithalten. Aha, der Satellit scheint im Hangar ganz hinten zu sein. Okay. Wer zuerst da ist. Breche auf, Ende. Och, du bist doch eh vor mir da. Was sind das? Man kann es nicht genau erkennen. Ich will es auch gar nicht herausfinden. Starke Wärmesignaturen am Tower. Könnten BMPs sein. Hm. Bereich meiden. Ja, BMPs. Ich habe keine Lust auf BMPs. Ich bin immer sehr vorsichtig hier. Ich warte hinter den Hangars an der Südwestecke der Landebahn. Du hattest es auch viel einfacher dahin. Was soll ich denn das Wärmeteil an? Muss der mich so erschrecken? Ich wollte ihn gerade abschießen. Radioaktiv. Russisch, Entlomber. Also wieder einen Spaß, so. Lauf gehen und das ACS-Modul suchen. Klar, Chef. Wir sind keine mehr. Scheiße. Roach, schnell, Plan B. Nicht an der Wand bleiben.
Wir nehmen die Mixerstecke und gehen über die Räuber in Südosten. Roach, mir nach, los! Klar, Chef. Komm schon, Soap. Soap, als zu Hause rennen. Wow, wuhu. Das ist nicht dein Ernst, ne? Kilo 6-1, primärer Treffpunkt gefährdet. Unterwegs zur Landezone mit Feindfahrzeug. Wir treffen uns dort. Over. Bravo 6, 4, Kilo 6-1. Verstanden. Ende. Heilige Scheiße. Boah, mit dem Schneemobil. Anhalten bedeutet Tod. Ah, denkst du, jetzt halte ich an? Weißt du, wie geil das ist? Ui, yo! Holy shit! Na los, na los! Mach mir noch mehr Dampf, Alter! Boah, holy shit! Boah! Geile Sache. Bravo 6, Treibstoff wird knapp. Wie ist der Status? Over. Starker Beschuss, aber wir sind fast da. Bereithalten! Wie, da hinten? Da, das sieht aber... Das sieht aber aus, als wäre eine Schlucht. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh, holy crap! Boah! Wow. Checkpost 141. Der Rest von Kommando 141 hat das ACS reingebracht, Alan. Zwei Mann haben meine gesamte Basis erledigt. Von ihnen erwarte ich noch mehr. Oha. Gestern waren sie Soldat an der Front, aber heute sind Fronten Geschichte. Uniformen sind Reliquien. Überall tobt der Krieg und es wird Opfer geben. Moskau, Russia. Dieser Makarov kämpft seinen eigenen Krieg und er kennt keine Regeln, keine Grenzen. Er schreckt von nichts zurück. Da muss er gestoppt werden. Gar nichts. Er ist keiner Flagge gegenüber loyal, keinem Land, keinem Ideal. Er tauscht Blut gegen Geld. Ihr neuer bester Freund. Ah, nee, so einen will ich nicht. Der Preis dafür war hoch, dass Sie neben ihm stehen. Kann ich mir vorstellen. Agieren Sie trotzdem besonnen. Sie müssen in einem Undercover-Einsatz an Makarovs Seite kämpfen. Geile Sache, ey. Ich muss neben so einem Schwanz stehen, ey.
Okay. Kein Russisch, Tag 3, 48. Private Joseph Allen alias Alexei Borodin. Zakhaev's International Airport, Moskau, Russland. Ah. Ah, ich verstehe. Wir sollen Russen töten. Getarnt als irgendwas anderes. Wahrscheinlich als Amerikaner. Ne, ich schieß doch nicht auf Zivilisten. Meint ihr Bliet? Ich habe Russisch gesprochen. Und was Bliet? So, ihr seid doch geistesgestört. Victor. Die Schnauze. Die hatten gar keine Chance. Zivilist, nee. Ich nehme den Rollstuhl. Ich nehme das hier. Ach, Zivilisten getroffen, ist klar. Herbe, ich laufe hier mit, ich bin geteilt als Russe. Da war doch rot. Moment, Moment. Ich setze mir gleich jetzt einen perfekten Handy. Wenn dann immer noch. Ne, ich bin wohl gerade durchgekommen. Schieße keinen mehr ab, das war's. Übertreiber, Alter, mit